Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Gipfel, der heute beginnt und morgen fortgesetzt wird, der keine Entscheidungen bringen soll, wird aber Weichen stellen für das, was in der nächsten Zeit in Europa wichtig wird. Es geht einmal um die finanziellen Rahmenbedingungen und es geht zum anderen auch um die Vorbereitung der Wahlen für das nächste Europäische Parlament. Und in beiden Bereichen werden Entscheidungen vorbereitet, die für dieses Europa wichtig sind. Jetzt mag ja manche Diskussion über die Frage Spitzenkandidat, über die Zahl von Kommissaren sehr kleinteilig daherkommen. Trotzdem werden damit Beispiele genannt, die Menschen verstehen. Aber bevor wir über diese Dinge sprechen, halte ich es aufgrund von Äußerungen, die in diesem Parlament, in dieser Debatte gefallen sind, doch für notwendig, noch einmal zumindest eine Bedeutung Europas herauszustreichen. Es ist nicht so, dass die Menschen sich in Deutschland und Europa grundsätzlich von Europa abgewandt hätten. Das hätten manche gerne, die so formulieren. Die Menschen in unserem Land wissen ganz genau, dass Europa die größte Friedensversicherung ist, die es jemals auf diesem Kontinent gegeben hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und darüber freue ich mich sehr, dass dies nicht nur eine ältere Generation sieht, die noch nahe an Kriegserfahrungen war, sondern auch eine jüngere Generation. Und wenn wir jetzt in den Nahen und Mittleren Osten schauen, dann wissen wir doch, es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte dieses Europas, dass wir in den letzten über 70 Jahren keinen Krieg in unserem Land gehabt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist etwas, was über dem steht, was die normalen, natürlich, Diskussionen in Europa beinhalten. Europa ist stark geworden nach dem Zweiten Weltkrieg durch Grundsätze. Und da galt immer der Grundsatz der Solidarität und der Solidität. Und das heißt, sehr geehrte Frau Nahles, es ist der zweite Schritt, den Sie ansprechen, dass Jugendarbeitslosigkeit bekämpft werden muss. Wir haben doch die Erfahrung gemacht, dass immer noch mehr Geld in ein System, das die Aufgabe gar nicht leisten kann, überhaupt nichts bringt. Deswegen ist es richtig, wenn auch auf diesem Gipfel in Europa darüber gesprochen wird, dass es nicht in erster Linie Geld ausgeben ist, der einen Erfolg bringt, sondern die notwendigen Reformen, die die Wettbewerbsfähigkeit voranbringen. Und daran muss auch festgehalten werden. Es nützt relativ wenig, wenn die Wirtschaft in einem europäischen Mitgliedsland nicht wettbewerbsfähig ist, weil es dann auch keine Arbeitsplätze und auch keine Ausbildungsplätze geben kann. Und dann ist die Mindestlohndebatte in einer solchen Situation wenig zielführend. Wir müssen die Reformen führen. Und da sind wir an einem weiteren Punkt. Die Bundeskanzlerin hat angesprochen, dass der Weg Bankenunion weitergegangen werden soll. Da sind wir ja einverstanden. Aber der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2015 einen Antrag, eine Resolution beschlossen, in dem die Grundsätze drinstehen, wie es gehen soll. Zunächst einmal müssen die Risiken verringert werden. Und auf dem Weg sind wir, aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Und deswegen kann es auch nicht gehen nach dem Motto, die Risiken haben wir zwar noch nicht ganz nach unten gebracht, aber die Bankenunion muss jetzt im Sommer vollendet sein. Da werden wir von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion auf diesem Weg nicht mitmachen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und wir haben in diesem gemeinsamen, in der Großen Koalition beschlossenen Antrag auch formuliert, dass eine Haftungsgemeinschaft bei der Einlagensicherung nicht der richtige Weg ist, sondern dass wir zunächst einmal verlangen, dass das, was wir in Deutschland bereits gemacht haben, die Umsetzung des Einlagensicherungsgesetzes, das in vielen Ländern noch gar nicht auf den Weg gebracht ist. Und da kann ich auch nur sagen, da nützen alle Diskussionen nichts. Diese Reformmaßnahmen müssen gemacht werden. Erst wenn alle europäischen Länder die Haftungsrichtlinie umgesetzt haben, können wir uns darüber unterhalten, wie der Weg zu europäischen Lösungen weitergeht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon notwendig, wenn wir über diese schwierigen Sachverhalte in Europa reden, dass wir bei der Wahrheit bleiben. Es ist gesagt worden, wir hätten im Koalitionsvertrag das Königsrecht des Parlaments, nämlich die Haushaltsgestaltung, auf dem Altar in Brüssel geopfert. So wird immer von einer bestimmten Richtung Halbwahrheiten und in dem Fall sogar Unwahrheiten in die Welt gesetzt. Deswegen will ich mal sagen, was im Koalitionsvertrag steht. Dort steht ausdrücklich drin, dass die Rechte, was den Haushalt betrifft, des Parlaments und des Haushaltsausschusses gewahrt bleiben. Das ist etwas anderes als das, was Sie, Frau Weidel, hier in diesem Plenum gesagt haben. Die Wahrheit sieht anders aus als das, was Sie hier berichtet haben. Und das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen, dass Sie immer wieder mit falschen Argumenten versuchen, etwas zu begründen, was so nicht zu begründen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auch, die Bundeskanzlerin hat es gesagt, bei der finanziellen Entwicklung in Europa darauf zu achten, welche Aufgaben zu leisten sind. Der Schutz der Außengrenze ist ein zentrales Thema, und dafür müssen wir auch die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Wer will, dass Europa offen bleibt und dass wir nicht zu alten Grenzen in Europa zurückkommen, die Europa beschädigen würden, der muss einen Beitrag dafür leisten, dass die Außengrenzen gesichert werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das gehört zusammen, und dafür müssen wir Geld zur Verfügung stellen. Die großen Aufgaben muss Europa machen. Dazu gehört der Schutz der Außengrenze. Dazu gehört aber auch, dass wir in Europa unsere Sprachlosigkeit in der Reaktion auf große Herausforderungen überwinden. Die Bundeskanzlerin hat die Situation im Nahen Osten, in Syrien, angesprochen. Wir haben immer gehofft, es gibt kein zweites Aleppo in Syrien. Was sich jetzt im Augenblick in Ghouta abspielt, kommt einem zweiten Aleppo sehr nahe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da kann ich nur sagen, alle, die sagen, wir müssen uns um eine bessere Beziehung zu Russland kümmern, bin ich einverstanden. Wenn ich aber sehe, welchen Beitrag Russland dazu leistet, dass aus Ghouta ein zweites Aleppo wird, muss ich sagen, das muss dann auch in Gespräche hineingebracht werden. Es kann nicht nach dem Motto gehen, um gute Beziehungen zu Russland zu entwickeln, sagen wir die Wahrheit über die Völkerrechtsverletzungen, die dieses Land begeht, nicht mehr. Das geht auf keinen Fall. Und ich sage, und dazu muss Europa eine gemeinsame Position finden. Ich sage aber auch, dass ich sehr besorgt darüber bin, dass auch in Syrien zwei NATO-Mitglieder, nämlich die USA und die Türkei, aneinander geraten. Darüber muss auch gesprochen werden, wenn man sich jetzt in Europa trifft. Es kann so nicht weitergehen, dass ein NATO-Mitglied ein anderes provoziert. Und ich sage auch, das, was die Türkei in Syrien macht, findet meine Zustimmung auch nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und auf beide Positionen muss geantwortet werden. Und da wünsche ich mir, und das erwarten die Bürgerinnen und Bürger, die erwarten nicht, dass Europa ständig attackiert wird und schlecht gemacht wird, aber sie erwarten, dass Europa die großen Aufgaben löst, die ein Nationalstaat nicht lösen kann. Und da muss Europa jetzt auch bei diesem Gipfel zeigen, dass es diese Größe besitzt. Nächster Redner ist der Kollege Achim Post von der SPD.